ready for the love hit. So. Das klingt schon gleich anders, ganz anders. Wir versuchen das jetzt noch einmal. Diesmal nehme ich jetzt diese Strecke hier. Und mal gucken, wie das nu abläuft. Ja, die kommen schon näher. Also wir brauchen schon ein stärkeres Auto, weil ich glaube, viel ist nicht mehr los mit dem Clio. Oha. Ja, aber der Motor, der klingt schon irgendwie geil. So, den wünsche ich erstmal damit viel Spaß. Okay, das hat nicht funktioniert, vielleicht bei allem. Tja, er sagt doch gute Beschleunigung, ne? Aber nicht gesagt, dass die Strecken so kurios sind, Alter. Ey! Das habe ich, guckst du mal eben weg, ey, und dann haust du schon gegen die nächste, Ecke da, ey, der Hammer. So. Mit etwas, nicht feinem Fahrvergnügen haben wir dann doch dieses nicht so feine Rennen gemeistert. Ja. Komm, dann können wir uns das jetzt auch noch mal vornehmen hier. Ja, genau. Tja, da hätte ich etwas weiter außen reinfahren müssen sollen, tun. Heißt das, Leute. So, ja, ich weiß, es kommt wieder die Busstation. Ich hoffe, diesmal lassen wir diesen blöden Bus in Ruhe. Nein, jetzt ist es die Ecke davor. Ich gehe malaka. Oh, war das eine schöne große Kurve, du. Mann, mit richtig schön viel Zoff, ey. Jetzt mal den Hirsch mal auf den sechsten Gang hochgeschmeistet, ey. Da muss das eigentlich laufen, ey. So, wie man sieht, wenn es auch nicht alles direkt beim ersten Mal klappert, dann hilft da bestimmt irgendwie ein Upgrade. Oh, jetzt lackt es bei mir, Alter. Das ist ja mal nicht das Feine vom Leder. Da war wahrscheinlich zu schnell für das Bild. Wie lange er sich vom 5. in den 6. quält, das ist der Mörder, Mann. So, die haben wir jetzt eiskalt, haben wir die jetzt stehen lassen. Tja, machen wir nochmal ein fettes Foto-Finish, jo, ja. Achtung, Kanal 3, es sind mehrere Beschwerden. So, dein Kanal, den kannst du dir mal schön von einer anderen Puppe reinlassen.
Nach dem feinen, ja, nehmen wir denn jetzt mal den Mercedes oder nehmen wir den jetzt nicht? Die Frage ist, will ich den nehmen? Ich muss ja noch ein paar Kopf kaputt machen. Bleibe ich da? Wo haben wir denn in unseren schönen Porsche? Ja. Ich weiß nicht. Nicht. Was meint ihr? Porsche? Nicht Porsche? Nehmen wir mal den Porsche und machen wir jetzt mal ein paar Kops. Mal gucken, was wir da so machen können. So, Kopfgeld 80 Rahmen in einer Verfolgung 20 Polizeiwagen. Jo. Ach Gott. Ja. 55 Polizei. Was? Das ist hart. Boah, wir sind knapp auf A2. So, dann machen wir das wieder schön auf der Autobahn. Ja, aber keiner traut sich von euch mal an mich ran hier. Ihr seid schon feiges Pack, ey. Ich habe doch gar nichts gemacht. Echt? Und jetzt sind die Cops weg. Geil. Hast du eine neue Stufe, sind die Cops weg und bevor die wiederkommen, ist der Balken unten auch schon wieder voll. Das heißt, wir können mit unserer ja, Massencrashers-Aktion hier unser Autocar Crash Most Wanted Challenge wieder neu beginnen. Ach ja, was willst du machen? Ja. Ja, hoffentlich, ey. Ja, da fahren wir jetzt hier lang. Oh. Viel haben wir nicht mehr. Ja, das will ich sehen. Ich sehe nämlich keinen von euch, die mich aufhalten wollen, aber große Töne spucken kann ich auch. So, bevor wir aus diesem Kreis wahrscheinlich wieder raus sind, ist unser Balken auch schon, also wir können eigentlich schon anhalten. So, dann machen wir den ganzen Scheiß halt nochmal von vorne. Hier. So, einmal Taste B, dann einmal rechts, dann einmal Enter, dann einmal und jawohl, und abgepasst. Machen wir mal den Punkt nach vorne. Jetzt hast du auch Kobalt SS Cops, ja genau, also die Feuerwehr und ja, wir fahren jetzt einfach mal rechts rum. Das ist Massenkarambolage. Wow. Sichtkontakt verloren. Stand by. An alle Unterstützungseinheiten. Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in Nord. Alles klar, ich habe ihn. Fahrzeug ist lokalisiert. Wo will denn so schnell hin? Scheiße, Mann. Da wär's das also jetzt. Du kommst weder vor noch zurück. Ei, ei, ei. Linus 5-5. Komm mal von links dazu.
Ja, Virus, du bist auf Stufe 3. Du solltest jetzt mal vielleicht ein bisschen aufwachen. Nein! Oh. Gehst du mal da weg, ey, du Affe! Dieser scheiß Laster, der hat uns blockiert, die Drecksau. Und da stand der Kopf noch davor. Hätte er sich jetzt nicht bewegt, Alter, dann wäre es das jetzt aber gewesen, mal wieder. Also da haben schon wieder Schweine im Nicht-Schwein sein. Schwein sein. Hey, da, da, da. Aber es geht, Mutti. Zentrale brauchen mehr Einheiten für den Einsatz. Schickt alle, die wir kriegen können. Oh, ist das ein geiles Bild. Sehe das Fahrzeug nicht mehr. Stand by. Melde mich. Code 6 hat sich gerade überschlagen. Stand by. Er fährt noch. Setze Verfolgung. Ja, ja. Das war schon echt gerade eine Nummer zu hart. Ach Mann, ey. Er versucht uns abzudrängen. Oh, gelungen ist es mir, oder? Zentrale, wir brauchen einen Abschlepphaken, der das Chaos hier wegräumt, bevor die Tür sichtbar wird. Oh, schön. Immer schön am Arsch mitnehmen, Leute. Sonst halten die euch schneller an, wenn ihr die an der Motorhaube mitnehmt, als euch lieb ist. Ja, wenn kein Kopf da ist, dann muss ich irgendwelche Passanten nieten, ne? Mann. So, gleich sind wir auf Stufe 4, dann wird's burns. Ja, das ist richtig, hast du gut erkannt. Seid vorsichtig, Jungs. Wir haben die Straße für euch abgesperrt. Habt das Fahrzeug verloren. Kann doch nicht weit sein. Sperrt das Gebiet ab. Alle an der Verfolgung beteiligten Einheiten. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in nördlicher Richtung auf dem Highway 201. Einsatzleitung. Zentrale, Code 6, Zielobjekt gefunden. Da ist ein Passant, der wollte da durch. Dann hast du ihn nicht einfach den Weg zu versperren, du Dreckranner, du. La la la. Oh, das zählt auch, wenn man Passanten mitnimmt. Nee, das hat nicht gezählt. Eigenartig. Also irgendwas hat mich von hinten gerade aber kräftig angeschoben, du heiliger Falter, ey. Boah. Verdächtiger ist entkommen. Hab Ziel erfasst. Rührt sich nicht von der Stelle. Können die Einheiten auf unserer 20 melden, dass wir in Warteposition sind und Sichtkontakt zum Ziel haben? Boah. Das war aber gerade richtig knapp, du. Mann. Wer hätte das gedacht? Das war's jetzt, verdammte Kacke! Verdammt! Das müssen wir wohl dann nochmal machen, Leute. So ein Shit. Mit Geld bezahlen. Ich will ja meinen Fahndungsstatus behalten. Tja.
So eine Scheiße. Oh. Wenn wir mit Geld bezahlen, fangen wir wieder von Stufe 1 an. Aber so können wir wenigstens. Zentrale, Echo 24. Verfolge einen Fahrerflüchtigen, der Kellerplan Warnwehrrand und versucht zu entkommen. Lass mich da auch mal. Einer muss ja mit dir spielen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe die Straßensperre gesehen, aber ich musste ja mit meinem Dickschädel trotzdem noch da reinfahren. Ja, da habe ich mir selbst versaut. Das war aber ganz knapp jetzt da an der Wassertonne vorbei, mein lieber Scholli. Versucht ihn unter die Arme zu treiben.